Wenn du möchtest, kann ich dir verschiedene Wege empfehlen, wie man am besten mit einem persönlichen Verlust umgeht. Schon gut, ran an die Arbeit. Die Zukunft unserer Kinder! Ja, das war einfach geil. Gebt uns Ordner! Hey, sei nicht schüchtern. Komm und lass uns reden. Ich mach dir einen guten Preis, ja? Na, CTOS Hub lokalisiert. Wenn du das hörst, heißt das, du möchtest mehr über 404 erfahren, weil wissen, was wir wissen, tun, was wir tun. Begib dich zum Walkie-Talkie-Club. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass er nur eine Fassade für Clan Kelly ist. Aber da gibt es noch andere Geheimnisse. Vor Ort erfährst du mehr. Der Hub hat gerade eine Riesenmenge Daten an deine Optik geschickt. Wie dreist! Inzwischen solltest du Fenchurch Street 20 erreicht haben. Der Walkie-Talkie-Club befindet sich im Gebäude ganz oben. Da kommt man nur mit dem Aufzug hin. Mach nur weiter so, dann bist du bald tot. Du hast den Walkie-Talkie-Club erreicht, wo diejenigen mit mehr Geld als Verstand beides verlieren. Der Walkie-Talkie-Club wird von allen möglichen Mitgliedern der korrupten Elite frequentiert. Und die Besitzer, Clan Kelly, haben vor Ort eine KI, die Erpressungsmaterial sammelt. Finde diese KI, damit wir mit eigenen Augen sehen können, was dieser korrupte Abschaum zu verbergen hat. Warum passiert sowas immer? Alles gut. Da krieg ich direkt bessere Laune. Alles gut. Kein Grund, sich aufzuregen. Ich raff jetzt nichts mehr. Thank you.
Tja, du hast hart gearbeitet und bist dran geblieben und jetzt haben wir nichts. Die KI ist gar nicht hier. Nur ein Relais, das die Daten aus dem Club nach draußen schickt. Ich finde raus, wohin, und du findest raus, wie du aus diesem lauten, widerlichen Drecksloch kommst. Deal? Deal. Er ist genau zum richtigen Zeitpunkt aus dem Taxigeschäft ausgestiegen. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gesichtserkennungs-KI stammt wohl von BrokerTec. BrokerTec? Das ist eine der größten Softwarefirmen der Welt. Die machen sich nie die Finger schmutzig. Die Erpressungsmaterial von den Kellys kaufen. Ist das eine große Sache? Alles, was die KI hier sammelt, landet direkt in der Zentrale von BrokerTec. Um die Daten zu bekommen, müssen wir dahin. Du hast BrokerTec erreicht. Marktführer bei innovativer Software- und KI-Technologie. Gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Ist doch eine Schande, dass das ganze Erpressungsmaterial da drin weggesperrt ist, wo niemand es sehen kann. Vielleicht sollten wir es da rausholen. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. Verstanden. Gesichert! Durchsuche das Gebiet. Gesichert! Suche weiter! Keiner hier! Wir müssen ausschwärmen. Suche wird abgebrochen. Ich habe das ganze Erpressungsmaterial und... meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht,
wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich werden. Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. Ausgezeichnet. Schön, dass unsere Arbeit so wertvoll ist. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist. Aber jemand hat uns gerade ein Video namens vielendank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Das will ich sehen. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk in Darkwell. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen. Ich bin niemand. Ich bin Naut. Und ich bin mit deiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Bist du von DedSec? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Ja, schon besser. Das Glück ist uns heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Na, die ist ja sehr anhänglich. Kannst du sie identifizieren, Bagley? Ich habe Nauts Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, Naut. Okay, ich hab's kapiert. Wir treffen uns doch nicht einfach so mit einer wildfremden Frau, oder? Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter DedSec-Fan zu sein. Und ich hab sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Allerdings, bringen wir es zu Ende. Du bist drin. Finde das Ziel. Ich hab's echt satt. Ja. Weiß, was du hast. Also lass das rumgedruckse und gib es mir. Scheiße, beruhig dich mal. Da, wie ist das? Danke für dein Entgegenkommen. Mensch, mach doch auf. Schön, oder? Wir haben Ihre Optics mit Bagley ausgestattet. Jetzt erwartet Sie unsere neueste Herrschaft. Technologie und Menschlichkeit. Zwei Seiten derselben Seite. Das ist das Herz von Daybreak. Eine Chance, all den Strapazen der Welt zu entkommen. Nochmal als Füße erscheinen, eine neue Gesellschaft erarbeiten. Eine friedliche und innovative Gesellschaft, geprägt von Liebe und Daybreak ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist eine strahlende Zukunft. BrokerTech hat die weltweite KI-Innovation angefügt. Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics mit Bagley ausgestattet. Jetzt. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Verstands.
Ein simpler, bequemer Eingriff und Sie können für immer frei sein. Setzen Sie sich heute auf unsere Warteliste und betreten Sie mit uns die Welt von morgen. Daybreak ist die Zukunft. Und diese Zukunft ist eine strahlende Zukunft. BrokerTech hat die weltweite KI-Innovation angeführt. Wir haben Londons Taxis automatisiert, wir haben ihre Optics mit Battery ausgestattet. Jetzt erwartet sie unsere neueste Errungenschaft. Technologie und bist du Naut? Hey, du hast es geschafft! Hab wohl einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Was? Ach, er. Ja, er dachte, ich wäre ein Eindringling. Ich hab das klargestellt. Verstanden. Also, wegen der Nachricht, die ich geschickt habe. Vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt. Oh, halt's Maul! Ich bin einem großen Job auf der Spur. Zu groß für das Gesocks, das 404 verwendet. Dieser Job ist anders. Gefährlicher. Wer ist es? Ich sag's dir. Aber zuerst muss ich dir vertrauen. Und du mir genauso, okay? Also, ich schick dir einen anderen 404-Job. Damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Und woher weißt du so genau, dass es diese Zielpersonen auch verdient haben? Oh, sehr gut. Du stellst die richtigen Fragen. Vertrau mir. Ich informiere mich. Ich kenne jeden Job in- und auswendig. Und sie sind alle Teil des Problems. London, der Welt, wird es mit unserer Hilfe besser gehen. Gut. Entschuldige mich. Ich muss diesen Deppen wegbringen, bevor er zu Kräften kommt. Bis dann! Keine Falle. Klingt, als hätten wir eine potenzielle Zusammenarbeit mit dieser gemeinen, aggressiven, geheimnisvollen Frau. Denk mal drüber nach und wir reden darüber, wenn du aus dem Somerset House raus bist. Keine schlechte Idee. Vorschläge? Ha, mir gefällt, wie sie denkt. Sie ist niemals bei Zero Day. Hoffe ich zumindest. Das Täubchen würde ich heiraten. Geld annehmen ist nie verkehrt, Darling. Ich sage, wir machen weiter. Wenn ihr beschließt, Minijob-Hacktivisten zu werden, unterstütze ich euch, weil ich buchstäblich keine andere Wahl habe. Alles okay. Und weitergehen. Weitergehen. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte. Ich bin da. Sehr gut. Es geht um Folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Elvian verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftungen, Deportationen, Bombenanschläge. Mit einem Computer wollen Sie herausfinden, mit wie viel Scheiße Sie davonkommen können. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer, das ist der Auftrag. Okay, was dann?
ein Fehlalarm sein. Drohne, Suche ausführen. Alles sicher. Der Alarm ist vielleicht kaputt. Geh wieder auf Patrouille. Du bist ein Naturtalent. Als nächstes warten wir darauf, dass Naut sich wieder bei uns meldet. Aber warte nicht hier. Das wäre eine Scheißidee. Allerdings. Sehr gut. Ich freue mich, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben. Ich zeige dir den Auftrag, den ich gerade untersuche. Geh zur GBB. Du solltest sie problemlos finden. Die GBB. Früher galt sie als beste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Welt. Jetzt gilt sie als, und ich zitiere, ziemlich scheiße. Da findest du Nauts großen Auftrag. Die haben sicher Türsteher. Aber auf dem Bach der GBB ist ein Zugangspunkt. Da solltest du reinschauen können. Hinweis, die Wasserkunde. Schriftänderung ist immer noch in Kraft. Alle Personen sind dazu angewiesen, Wasser vor der Aufnahme 5 Minuten lang zu kochen. Alles, was sie ausmacht, spielt sich im Gehirn ab. Ihre Liebe, ihre Furcht, ihre Träume, sogar die Unartigen. Alles elektrische Signale, die zwischen ihren Ohren hin und her laufen. Dieses Ding hier ist leistungsfähiger als jeder Computer. Doch es hat seine Grenzen. Ich sah, wie meine Mutter an der Motoneuronkrankheit starb und dadurch habe ich realisiert, dass wir alle sterben müssen. Aber was, wenn wir das ändern könnten? Sagen wir können ihr Gehirn scannen für einen Upload der Neuralkartierung in die Cloud. Tja, das wäre das Ende allen Leids. Das Ende des Todes und der Beginn einer neuen Gesellschaft, in der Krieg, Unterdrückung, Krankheit, Sorgen der Vergangenheit wären. Hallo. Mein Name ist Sky Larson, die CEO von BrokerTech, und das ist Daybreak. Da Sie sich alle für unsere Warteliste angemeldet haben, möchten Sie sicher sehen, wie Daybreak funktioniert. Doch zuerst bitte ich die Techniker um die Unterbrechung der Live-Übertragung. Schließlich sollen keine ungebetenen Gäste Aufnahmen von Interna machen.
Daybreak ist ein Darstellungssystem zum Scannen ihres... Seht euch das an! Da ist der Datsec, der große Auftrag. Du bist hinter Sky Larsen her? Oh, viel mehr als das. Das Problem ist, Larsen wurde seit fast 2 Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Und man kann kein Hologramm töten. Ich habe versucht, sie aufzuspüren. Ich habe auch ihr Haus hier in London gefunden, aber... Tja. Aber Sky Larsen hat die KI revolutioniert. Sie hat einen Großteil der Stadt automatisiert und Bagley erschaffen. Sammelt sie Daten über uns? Was hat sie vor? Eine Menge. Aber das solltest du selbst sehen. Ihre Villa steht in Westminster. Was du da zu sehen kriegst. Sie hat die Verbindung getrennt. Blitzfisch. Was haben wir denn hier? Bex, kannst du Sky Larsens Haus ausfindig machen? Klar, ich sehe einfach in den gelben Seiten nach. Oh, schau mal, da ist sie unter M wie... Milliardäre, die logischerweise ihre Adresse nicht verraten, du naives Baby. Es muss irgendwo bei St. James Square sein, aber mehr kann ich nicht tun. Ruf Naut an. Sie müsste wissen, wo sie steht. Schon versucht. Sie ist offline. Irgendwas Bedeutendes muss in dem Haus sein. Naut war ziemlich nervös. Ja, mach lieber eine